alle schon irgendwie in unterschiedlichsten Kontexten Musik gemacht und auch schon im Anzug irgendwie Klassik gespielt. Und irgendwie jeder von uns hat auch einen anderen musikalischen Background, aber das, was irgendwie uns ausmacht, ist, dass wir in allererster Linie das Feedback einfach mega genießen von den Leuten, die zuhören, und dass das für uns so eine gegenseitige Sache ist. Und dass es uns einfach Spaß macht, wenn wir sehen, dass die Energie, die wir rausgeben, auch ankommt und was bewirkt. Und das ist auch das, was wir zusammen können, ist einfach, wir hauen unsere Energie raus und wir haben Spaß. Und das merken die Leute auch einfach, dass wir auf der Bühne einfach eine fette Party feiern, jedes Mal. Ja, das ist also im Endeffekt, das ist eigentlich das, was uns als Band so zusammengeschweißt hat über die letzten, keine Ahnung, 5 Jahre, dass wir einfach, egal in welchem Kontext wir Musik machen, ob es jetzt auf einer Bühne ist mit Verstärkung oder ob wir irgendwo im Park spielen, wie auch immer, ist direkt so eine Energie bei uns dabei, wenn wir zusammen spielen, die halt spürbar ist. So, ne? Und das kriegt man von den Leuten halt direkt wieder, egal wo man ist und egal wo man spielt. I wait for the seasons to change, the moon to grow. As soon as the light turns bright, I will witness it for you. Ich glaube, so die Energie auf der Bühne ist ein bisschen das, von unserer Seite aus, das sich fallen lassen, das irgendwie, das nicht mehr drüber nachdenken, was genau wir da machen, sondern einfach wirklich nur noch in dem zu sein, was wir tun. Und meistens, so wie es aussieht, ist es im Publikum dann das Gleiche. Also meistens ist es dann, dass es einfach nur noch, es geht nicht mehr darum, dass jetzt da jemand auf Englisch singt oder auf Deutsch singt oder auf Arabisch oder dass es jetzt ein Swing oder Balkan ist, sondern im Endeffekt ist da einfach irgendwie irgendwas, was da irgendwie, wo sich alle reinfallen lassen und wo wir alle irgendwie das spüren und ab geht's. Ja, man sieht, wenn wir spielen, wenn man durchs Publikum guckt, dann sieht man halt einfach nur grinsende Gesichter. So, ne? Die Leute freuen sich genauso, wie wir uns halt freuen auf der Bühne. Das ist halt so, ja, das ist geil halt. Ja, ist ja so. Ja, stimmt doch. Was ist halt einfach nice. Unser neues Album, Strange Delight, ist allgemein einfach fetter geworden, ein bisschen durchdachter, ein bisschen größer geworden und es ist einfach eine logische Entwicklung unserer Band. Das ist das, was live passiert, ist jetzt auch auf der Platte zu finden. Und wir haben mega viel Spaß dabei gehabt, einfach so. Strange Delight. Strange Delight. Sehr viel Liebe. Wir sind, wie gesagt, also jetzt nächstes Jahr immer wieder auf Tour in verschiedenen Ländern. In London haben wir eine kleine Tour am Start. In Italien sind wir so für fast einen Monat auch am Start. Und dann haben wir eben im Frühjahr planen wir, dass wir die neue CD halt rausbringen. Und dann machen wir auch eine Release-Tour auch in Deutschland und ebenfalls hauptsächlich in Europa dann so eine kleine Tour. Strange delight.